So, hallo und herzlich willkommen noch einmal kurz jetzt zur US-Markteröffnung Live Trading TV von JFD Brokers. Einen kurzen Augenblick, ich schaue mal eben, aber Bild sehe ich schon, dann dürfte ich meine Stimme auch hören. Und das tue ich auch, sehr schön. Also technisch scheint jetzt alles bestens zu laufen. Heute Morgen gab es ja ein bisschen Startschwierigkeiten, aber jetzt läuft sofort rund und genauso wie es soll. Stabilisierung des DAX ist oberhalb von 11.800 Punkten. Dow Jones Stabilisierung oberhalb von 20.100 Punkten. Keine signifikanten Korrekturbewegungen, die sich in irgendeiner Form abzeichnen. Die Frage, die sich mittlerweile stellt, ist, gibt es überhaupt noch diese Woche eine Korrektur oder zack, oder müssen wir uns diesbezüglich noch ein wenig gedulden? Blicken wir ganz kurz auf die Open Range im Dow Jones, wollen uns aber gleich dennoch ein etwas übergeordnetes Bild auch widmen, einem übergeordneten Bild widmen. Ich finde nämlich ganz interessant, ich habe eine Beobachtung gemacht, sowohl im DAX als auch im Dow Jones, besonders im DAX, die ehrlich gesprochen etwas beunruhigend ist. Aber zunächst einmal ganz kurz zur Open Range hier im Dow Jones. Die hat sich ausgebildet jetzt zwischen 15.30 und 16.15 Uhr. Zwischen 20.067 Punkten nach unten und 20.123 Punkten nach oben. Anders als gestern wäre ich heute tatsächlich und auch im Einklang mit dem, was ich heute Morgen zum DAX gesagt habe, nicht wirklich willens hier die Long-Seite zu spielen, also Breaks auf der Oberseite zu traden. Was man vielleicht, in Anführungsstrichen, was ich vielleicht etwas teurer bezahle, denn Fakt ist ja, dass wir hier, Moment mal, wir machen das mal mit dem Kollegen hier vom Guidance Stream, beziehungsweise meinem Charting Tool, was ich hier habe, und jetzt suche ich mal kurz den DAO, der ist da. So, das hatte ich heute Morgen ja schon mal gezeigt, Duplikation dieser Range, die wir hier ansetzen können. Zwischen an der Stelle sind 19.700 Punkten rund und 20.000 Punkten nach oben, also rund eine Range von 300 Punkten, die sich hier herauskristallisiert hat seit Beginn des Jahres, beziehungsweise eigentlich schon, wenn man so will, hier seit Mitte Dezember ungefähr. In der Tat ist es so, dass wir das mal ganz kurz einordnen können. Das, was wir jetzt derzeit hier sehen oder gesehen haben, ich müsste jetzt mal schauen, wie das jetzt geupdatet ausschaut, aber diese Handelsspanne, in der Dow Jones in diesem Zeitfenster getradet hat, das war tatsächlich die engste Handelsspanne auf Monatssicht aller Zeiten. Also so eng hat der Dow Jones innerhalb eines Monats noch nie zuvor getradet. Man kann das durchaus als Verschnaufpause nach diesem imposanten Lauf von den Trump-Tiefs hier um 17.500 Punkten, kann man das sicherlich als Verschnaufpause dann auch bezeichnen. Da hat der Dow ja hier in der Zwischenzeit fast 2.500 Punkte hingelegt und das auch innerhalb eines unglaublich kurzen Zeitfensters. Das waren roundabout, war das einen Monat. Und was man jetzt tun könnte, ja, also natürlich, man kann sagen, der Modus ist extrem überdehnt, aber man kann natürlich Folgendes machen. Man kann mit einer simplen Projektion hier auf der Oberseite arbeiten und einfach sagen, ich nehme diese Trading Range, wir sind jetzt auf der Oberseite aus der Range ausgebrochen, und ein erstes Ziel, welches man dort auf der Oberseite auszeichnen kann, ist dann einfach einmal das Ablaufen dieser Range von 300 Punkten, was dann bedeutet, ein Kursziel läge um so roundabout 270 bis 20.300 Punkten. So, was meine ich jetzt damit? Das könnte man teuer bezahlen. Dieses Potenzial, das besteht natürlich kontinuierlich. Das bedeutet, ausgehend von der Open Range ließe sich jetzt hier sicherlich ein Long-Szenario formulieren, wo man sagen könnte, trade den Break aus der Range hier auf der Oberseite. Ziel ist dann der Bereich nochmal 100 Punkte, 150 Punkte sogar höher, so 20.270 Punkte, und setze den Stop unterhalb der Tiefs. Eine Möglichkeit wäre jetzt zum Beispiel zu sagen, nachdem der jetzt hier erstmal das Hoch ausgebildet hat und aus dieser Range noch nicht ausgebrochen ist, sondern erstmal gegen diese Hochs abgeprallt ist, dass man jetzt sagt, ich warte, oder wir schauen uns jetzt mal den Rücksetzer, gegen den 15.30 Uhr Open an. Und wir würden dann versuchen, den Dow Jones gegen diesen Open zu traden. Also das wäre dann Entry, der läge zwischen 20.080, 20.090 Punkten.
Und wir würden einen Stop setzen unterhalb dieser Tiefs. Ja, das wäre tatsächlich phänomenal, denn man muss sich vor diesem Hintergrund hier ins Gedächtnis rufen. Das Tief, das liegt aktuell bei 20.067 Punkten, sprich wir haben ein Initialrisiko von 20 Punkten. Das ist natürlich auf der Kehrseite extrem eng, wenn ich mir die 14er ATR auf 5-Minuten-Basis angucke, die einfach mal derzeit bei 16 Punkten ist. Das heißt also, mit einem Stop von 20 Punkten liegst du dort schon relativ hart an der Grenze für einen Stop innerhalb des Marktrauschens. Ja. Nichtsdestotrotz, also rein klassisch jetzt mal, könnte man solch ein Szenario formulieren. Man könnte auch ein bisschen konservativer agieren und sagen, das ist mir zu aggressiv. Ich warte einfach auf den Break auf der Oberseite, denke aber nicht, dass wir tiefere Tiefs markieren, was dann wiederum bedeutet, man muss auch nicht mit dem Stop arbeiten unterhalb der Tagestiefs, sondern könnte zum Beispiel mit dem Stop arbeiten, mal angenommen, wir starten jetzt hier auf der Oberseite wieder durch, ja, könnte man mit dem Stop arbeiten, der hier unterhalb dieses Levels liegt. Dadurch könnte ich ein etwas kleineres Risiko bekommen, mein Chancenrisiko verbessern und zudem könnte man sagen, fällt der Markt, nachdem er hier oben drüber gelaufen ist, auf neue Tageshochs, unter dieses Niveau, kommt nochmal in Richtung des Opens zurück, dann denke ich mal, sollte man generell sowieso so ein bisschen, oder dann sind Zweifel angebracht, so sage ich es mal, da sind Zweifel angebracht, ob da wirklich dann noch so viel Action auf der Oberseite kommt, aber so könnte man das Szenario dann entsprechend anpassen. Ich will es aber nicht traden, also ich bin hier langsam aber sicher auf der Oberseite in einen sehr, sehr starken skeptischen Modus übergegangen. Das wäre dann 1,22 bis da, sind 35 Punkte. Das sind 35 Punkte Risiko. Wie gesagt, mit einer Chance von 150 Punkten könnte es trotzdem ein phänomenal gutes CRV von 4-5:1 geben. Aber wo kommt die Skepsis her? Also, das muss alles sich natürlich noch etablieren, ja, aber nichtsdestotrotz. Man könnte zum Beispiel mal Folgendes machen, man kann hier einen einfachen Oszillator drunter legen. Auch das ist nur eine Möglichkeit, sich so ungefähr ein besseres Bild zu verschaffen. Aber Fakt ist einfach mal, wir haben hier nach dem Ausbruch jetzt auf höhere Hochs eine enorm große Gefahr in meinen Augen, dass sich beginnt, eine bärische Divergenz auf der Tagesbasis zu etablieren im Dow Jones. Und das bedeutet etwas anders formuliert, wir machen hier höhere Hochs, die dann aber in dem Indikator nicht mehr bestätigt werden. Also die Chancen dafür, die sind enorm. Man könnte jetzt mal gucken, ich weiß gar nicht, ob wir so weit überhaupt in der Kurshistorie zurückkommen, um so mal eine Idee zu bekommen, wie groß so eine Korrektur ausfallen könnte, wann das letzte Mal so eine bärische Divergenz sich hat etabliert. Aber ja, so roundabout, also man könnte durchaus mal hier argumentieren, dass man sagt, da haben wir ein Hoch ausgebildet, haben höhere Hochs ausgebildet, das war im April letzten Jahres und wir haben dann anschließend von hier, von den Hochständen, 18.130 Pi mal Daumen, 18.200, ja, machen wir mal rund 18.150, haben wir eine Korrekturbewegung gesehen, die schon mal ein bisschen größer ausgefallen ist. Da sind wir dann bis 17.300 Punkte runtergegangen. Das war eine Korrektur von 800 Punkten. Ja. Das war das letzte Mal, als so eine bärische Divergenz hier aufgetreten ist. Ich muss mal hier jetzt schauen. Ja, eine richtige bärische Divergenz, also eine richtig saubere Divergenz. Also man kann auch hier eine Divergenz sicherlich identifizieren. Ja, in dieser Trading Range, ab der wir dann so ab Juli bis im Grunde genommen zur Trump-Election getradet haben, da sind wir in eine Seitwärts-Range übergegangen. Aber nichtsdestotrotz, auch hier gab es einen kurzzeitigen, schärferen Rücksetzer. Also in diesem Zusammenhang, wie gesagt, die Gefahr, dass es da kurzzeitig Rücksetzer gibt, hier zum Beispiel kriegen wir keine Divergenz hin, ja, da haben wir keine höheren Hochs gemacht. Aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass hier sich nach oben beginnt, das Momentum definitiv zu erschöpfen. Und ich nehme auch jetzt schon mal was vorweg für den DAX, ja, damit wir mal eine Einschätzung haben, wo ich eigentlich ursprünglich diesen Gedanken gefasst habe, wo ich heute ehrlich gesprochen ein bisschen geschluckt habe, beziehungsweise geschluckt, naja, also so bullisch bin ich dann auch nicht mehr für den DAX oder so ein Perma-Bull bin ich dann definitiv auch nicht. Und zwar habe ich mal hier den Daily May betrachtet, habe das schon mal eingezeichnet, also so ganz, ganz dezent einfach mal so hier höhere Hochs. Da könnte es auch sein, dass sich so eine Divergenz abbildet. Also wir müssen tatsächlich hier diese Höchststände, die wir dort markiert haben, ja, der Index stand, wo wir, ich weiß gar nicht, wo waren wir da notiert, rund 80, hier müssten wir drüber gehen. Und jetzt ist ganz interessant, man schaue mal, wann das letzte Mal so ein stark überkaufter Modus im RSI sich stattgefunden, also sich dargeboten hat und wann dann eine bärische Divergenz aufgetreten ist. Und da muss man sehr, 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 sehr weit zurückgehen. Sehr, 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 sehr weit zurückgehen. Und schwupps, da sind wir dann schon fast im Jahr 2014 angekommen. Ja, da ist natürlich schwierig, vorsichtig hier ein bisschen mit der Kurshistorie und dergleichen. Aber hier haben wir eine ausreichend große Kurshistorie.
Das ist ungefähr im März 2015. Und da erkennt man das relativ gut. Da haben wir nämlich hier ein Hoch markiert. Das war kurz nach der Verkündung von QE durch die EZB, beziehungsweise der klaren Andeutung der Verkündung, die kam eigentlich damals schon im Januar. Wir haben dann hier signifikant höhere Hochs gemacht, aber die sind da nicht mehr bestätigt worden. Und auch da haben wir etwas gehabt, was damals eine sehr starke bärische Divergenz war und was dann in den Folgemonaten sich angeschlossen hat, das hat den ein oder anderen Bullen ziemlich erschaudern lassen. Da gab es nämlich sogar Spekulationen, dass jetzt beginnt sogar sich dieser Bullenmodus, der ja seit März 2009 anhält, sogar umkehrt. Das hat sich mittlerweile, hat sich das so ein bisschen wieder relativiert. Also der Markt hat sich ja dann fangen können. Aber Fakt ist einfach mal, dass dort im DAX einiges an massiven Abschlägen nochmal kam im Laufe der kommenden Monate. Und das Ganze, das beschleunigte sich nochmal dramatisch im August damals 2015 durch Turbulenzen in China. Ich will es nicht beschreien, aber ich will es auf jeden Fall mal zum Thema machen. Fakt ist, damals war es bärisch divergenztechnisch derart, aus rein technischer Sicht jetzt hier ähnlich, wie es sich die Situation jetzt aktuell darstellt. Zwischenzeitlich haben wir nie wieder solche stark überkauften Modi gesehen. Ja? Also wenn man hier zum Beispiel mal guckt, Divergenzen generell sind sehr interessant im DAX aus dieser Perspektive. Wenn man jetzt zum Beispiel mal den Überverkaufmodus nimmt, bullische Divergenzen, dann hätte man hier auch eine Möglichkeit gehabt, aggressiv sich long zu positionieren aus der Perspektive. Auch hier, ich guck mal jetzt ganz kurz, ja, wobei... Wollen wir es nicht übertreiben, das macht wenig Sinn. Aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, ich habe das gerade gesehen und das ist durchaus etwas, vor allem auch wenn ich das statistisch eben mir betrachte, was Warnsignale angehen lässt und was auch meine Ausführung von heute früh nochmal unterstreicht, weswegen es hier vielleicht derzeit nicht so attraktiv ist, sich long zu positionieren, dass die Luft nach oben dünner wird. Also die Bullen müssen jetzt wirklich liefern, wenn sie diese mögliche Divergenz hier abwenden wollen. Es ist auch nicht in Stein gemeißelt, dass der Markt dann massiv runterkommt, so eine Divergenz, die kann sich auch abbauen, so wie ich das gerade hier gezeigt habe. Durch eben so ein Auspendeln, seitwärts auspendeln, aber dafür gibt es einfach zu viele Unsicherheitsfaktoren. Und das ist definitiv etwas, was erwähnenswert ist in meinen Augen. Ja? Nicht, dass sich jetzt diese Woche diese Divergenz beginnt dann aufzulösen oder dass das auch hier im Dow Jones eben entsprechend dann Schwierigkeiten auftreten, aber es gilt halt jetzt wirklich zu liefern. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich hier eine Divergenz ausbildet, ist sehr hoch, denn so stark überkauft haben wir historisch, glaube ich, seltenst notiert. Das bedeutet etwas anders, desto höher wir jetzt hier steigen, desto tiefer können wir dann anschließend im Dow Jones fallen, um zurück zu dem zu kommen. Und das ist etwas, wie gesagt, was mich dort sehr skeptisch werden lässt. Nochmal, ja, hier ist die Idee, ich finde sie weiter, es ist legitim, rein technisch legitim, auch wenn ich sie nicht umsetzen werde. Der Break auf neue Tageshochs, 1,23 Long, Stop hier unterhalb der 87 und Ziel dann vielleicht, dass nochmal die Range abgelaufen wird, aber man sei vorsichtig und agiere auch entsprechend mit dem Stop. Vielleicht ist es an der einen oder anderen Stelle auch gar nicht mal so eine schlechte Idee, ein bisschen aggressiver dann eben entsprechend zu agieren. So, und damit soll es das auch meinerseits gewesen sein. Nächstes Event hier im JFD Livestream, webinartechnisch morgen. Das Morning Meeting um 10.30 Uhr. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und ich wünsche euch einen schönen Abend. Erholt euch gut und morgen, ja, passend zum Abschluss, jetzt der Trigger, der gefunden wird. Ja, schauen wir mal, wie sich dieses Setup eben entsprechend entwickelt. Kommt ihr nicht sofort ins Laufen? Ganz kurz für diejenigen, welchen, die es jetzt planen umzusetzen. Wir haben ein Risiko hier von 35 Punkten, wenn er jetzt 20 Punkte von diesen Hochs zurücksetzt. Also das spricht, der sticht einmal kurz rein und wird jetzt hier wieder zurückverkauft und läuft dann eben in den Bereich um die 20.000. Das ist dann noch moderat oberhalb des Stop-Levels, welches man gewählt hat. Dann würde ich die Hälfte des Trades ausskalieren. Sollte der Trade hier diese 35 Punkte jetzt ohne Schwierigkeiten auf der Oberseite dran setzen, also sollte er, sagen wir mal, 20.160 steigen, ja, das kommt gut hin, dann würde ich den Stop auf Break-Even setzen. Also das sind die zwei Herangehensweisen, die jetzt da in diesem Zusammenhang mit dem Management des Trades noch zu erwähnen sind. So, und damit will ich es dann auch bewenden lassen. Also Happy Trading, schönen Abend wünsche ich euch. Morgen 10.30 Uhr hören wir uns zum Morning Meeting. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dahin, habt euch wohl, macht's gut und tschüss.